diese Anfangszeilen im Drehbuch, die haben mir gerade Spaß gemacht. Und ich habe sofort reflexhaft gedacht, geil, finde ich gut. 2,5 Millionen verkaufte Exemplare in Deutschland, Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste, Übersetzung in 25 Ländern und jetzt ist es soweit. Feuchtgebiete von Charlotte Roach wurde endlich verfilmt. Der Film ist halt auch richtig geil. Also der macht einen stellenweise richtig geil. Wenn man Feuchtgebiete der Film guckt, ist wie Austern essen für 17-Jährige. Es ist ein Aphrodisiakum. Die Konsistenz des Muschischleims spielt eine große Rolle. Sie ist immer unterschiedlich. Mal wie Olivenöl, heute eher wie Hüttenkäse. Filmproduzent Peter Rommel konnte sich die exklusiven Filmrechte am Erfolgsroman sichern. Für Charlotte Roach war er die erste Wahl. Die angebliche Unverfilmbarkeit des expliziten Stoffes reizt ihn dabei besonders. Bei Feuchtgebiete war das massiv so. Stoff schwer zu verfilmen und so kontrovers diskutiert in der Gesellschaft. Und das hat mich gereizt, mich diesem Stoff zu stellen, um selber herauszufinden, dass es funktionieren kann. Aber wer ist die Frau, die im Skandalroman die Hauptrolle spielt? Carla Juri heißt die Entdeckung aus der Schweiz. In ihrer Heimat hat die 27-Jährige schon zweimal den Filmpreis gewonnen. Mit ihrer Rolle der Helen Memel in Feuchtgebiete dürfte sie nun auch in Deutschland den Durchbruch schaffen. Sie hatte eben den Mut, diese Rolle zu spielen, also auch mit aller Krassheit, die damit verbunden ist. Aber auch ein bisschen Angst, weil das ist ein Bestseller. Die Helen ist fast eine Ikone und ihr gerecht zu werden, ist eine Aufgabe. Und die Carla Juri ist großartig, bezaubernd. Die ist nicht von dieser Welt. Eine wahre Entdeckung. Boah, was ist das für ein geiles Wesen? Charlotte Roach und Carla Juri haben sich erst beim Fotoshooting zum Film kennengelernt. Es ist echt wunderschön, mit ihr immer wieder ins kalte Wasser zu springen. Hat deine Freundin auch so Wirkreizprobleme? Nee, die macht sich nicht so viel aus Oralsex. Schade. Ja, das denke ich auch immer. Was denkst du auch immer? Regie führt David Fnent, der mit seinem Debütfilm Kriegerin gleich mehrere Filmpreise gewann. Neben den Jungschauspielern Christoph Letkowski, Peri Baumeister und Marlene Kruse konnte er auch Merit Becker und Axel Milberg als schräges Elternpaar gewinnen. Na, David weiß sehr genau, was er will und wie er es kriegt. Und bitte! Auf mich ist er sehr angegangen. Wir haben 2 Wochen vorbereitet, nur für die Helen. Die Dreharbeiten fanden an einem geheimen Set in Berlin statt, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Bereits vor Drehbeginn bekamen die Schauspieler einen Eindruck der ungewöhnlichen Praktiken des Regisseurs. David hat vorgeschlagen, dass das ganze Team in die Sauna geht. Und dann haben wir das alle zusammen gemacht und das war für mich super. Dann waren wir am Set und wir kannten uns einfach auf eine andere Ebene. Ein wichtiger Teil ist ja auch, die Schauspieler immer in die richtige Stimmung zu bekommen für den Dreh. Und dementsprechend haben wir auch viel mit Musik gearbeitet und auch dementsprechend auch viel mit Tanzen. So unbeschwert kann nur jemand tanzen, der viel Geld hat oder einen großen Penis. Oder beides, wie mein Vater. Wir haben den Film erstmal getanzt. So ging das erstmal los. Tanzen, frei sein, die Kamera vergessen, alles dürfen. Ich weiß oft gar nicht, ist die Kamera schon an? Wo ist sie überhaupt? Drehen wir mit 1 oder 2 Kameras? Und plötzlich kommt irgendwo Musik daher oder irgendjemand läuft nackt an mir vorbei oder auf mich zu. Also alles ist möglich. Neben Körperflüssigkeiten, Ekel, Sex und Schockeffekten geht es vor allem um eins. Das Beste an dem Film ist meiner Meinung nach der Humor. Alle, die reinkommen, sagen: Oh, Professor Dr. Knox ist mein Name. Oh! Vorwarnen, bitte. Stellen Sie sich immer so vor? Ja, das wäre mal zu überlegen. Und dann gibt es auch noch so eklige Sachen, die sehr, für mich sehr unterhaltsam sind, weil ich finde immer Ekel gleich lustig. Gegen das äußere Gejucke hilft Zinksalbe. Man kann die Salbe auch anal einführen, um den Juckreiz innen zu stillen.
Ich glaube, die erste Erwartung der Zuschauer ist sozusagen, ah, wir haben das jetzt umgesetzt, wie krass ist es? Und das ist auch gut, dass diese Neugier die Leute ins Kino treibt. Aber ich hoffe, dass wenn die den Film sehen, dass der Film diese Frage transzendiert. Weil es ein anderer Film ist. Es ist nicht oberflächlich und plakativ, sondern geht's ans Herz. Es ist ein Schrei nach Liebe. Es ist der Verlust der Utopie, der Gemeinschaft, der Familie. Würde ich jedem raten, guckt euch diesen Film an, weil er Grenzen sprengt, weil er es trotzdem schafft, romantisch, kitschig zu sein, witzig zu sein. Ganz tolle Bilder. So. Wenn man Schwänze, Sperma und andere Körperflüssigkeiten ekelhaft findet, kann man es mit dem Sex auch direkt bleiben lassen.